So. Ach, das war der Boss hier, der Axon. Echt? Hat noch 20%. Wieso darf ich nicht weiterschießen? Keine Ahnung. War ja klar, dass ich wieder auf das Flaggschiff gegangen bin. Ja. Ist okay. Ich gehe ja in den Ruhestand und die haben halt die schweren Missionen jetzt wieder zugebracht. Weiter. Die wollen mich noch mal, zu Axon. Außenteam sammeln den Transporter. Raum 3. Ich sage das übrigens einfach nur, um ihn zu ärgern. Ne? Ich möchte es nochmal ganz kurz betonen. Einfach. Natürlich und nicht, weil es dir auch mega Spaß macht, das zu sagen. Ein bisschen. Sicherheitsteam, bla bla bla. Wir stellen uns auf, wir sollten uns auf Widerstand einrichten. Jo, kriegen wir hin. Schaut ja witzig aus. Irgendwie ganz schön, wenn ich da jetzt noch reinzoome, dann hypnotisiere ich mich gerade selber. Das ist ein Kraftfeld. Kraftfeld? Ich habe auch noch nie was von Glas gehört, hä? Ist ja ein Kraftfeld, das ist eigentlich ein Jill. Juhu, Jill. So. Und Jill. Nee, Glyn. Jill. Oh Mann. Was du denkst immer an Saufen, nur an Saufen denkst du. Echt schlimm mit dir. Das ist echt unfassbar. Kennst hier aufs Kämpfen konzentrieren und so. Wie, wo, was? Lauf mal voran. Du bist gerade genauso wie ich im Kreis, ey. Ja, guck mal auf deine Minimap oben einfach. Ja, guck halt selber, du bist auch gerade im Kreis gelaufen. Ich bin nicht im Kreis gelaufen, das war alles Taktik. Ja. Ui, oh, der macht hier gerade Luft, der macht Lufttrommel hier gerade. Lauter Gins hier. Oh, 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 oh. Und das auch, Klingonen? Nee, das sind Cardassianer. Oh, Cardassianer macht mich gleich tot. Ich war auch gerade kurz mal etwas angeschlagen. So, wo ist denn die? Ich loot hier mal wieder ganz brav. Ich deaktiviere mal das erste Sicherheitsfeld. Okay. Dass der Cardassianer so leicht zu finden sein wird. Oder zu fangen sein wird, keine Ahnung. Wolltest du es nicht lesen? Ich hab's zu schnell weggeklickt. Aha. Ich lasse es hier mittlerweile bloß noch für den. Oh. Ich lasse es hier mittlerweile nur noch für YouTube drin, dass die Leute selber lesen können. Dass ich dich hier nicht störe und behellige. Oh. Ich behellige. Ich bin, glaube ich, gleich ungewohnter tot. Respekt vor Captain Cooper. Ja. Einmal im Jahr darf ich nicht zu dir sein. Hat dir der Arzt erlaubt? Ja. Was ist denn hier los? Schatten und Ghule. Jetzt geht's ins Zombie-Geschnitzel. Ach ja, jetzt sind wir in der. Ja, jetzt sind wir in der Phase, sind wir jetzt gewechselt. Nö, ich bin wieder raus. Ja, oh, das wird. Jetzt beginnen die ganzen lustigen Missionen. Das war gerade witzig, ja. Ghule killen, das klingt lustig. Gegenstand nehmen. Gewürztee. Ab hier. Warte. Natürlich hast du es wieder gekriegt. Echt, ich hab's gekriegt? Geil! Untersuchen Sie den Cardassianer. Du musst den Cardassianer hier gerade untersuchen. Ich muss gar nichts. Wo ist er? Hier. Ich weiß gerade nicht, wie die hießen. Ich muss mal hier ganz kurz raus, runterscrollen hier. Die sind Cardassianer. Kann ich das hier eigentlich größer machen irgendwie? Kann ich diesen Questlog, vielleicht weiß das jemand im Twitch-Checker, kann ich diesen Questlog hier irgendwie größer machen? Das nervt irgendwie immer. So. Oh oh. Toddy, ich glaube, ich bin gerade weitergelaufen und ich habe gerade ein Ghoul-Event getriggert und den hast du jetzt leider nicht gesehen. Ich komme mal wieder zurück. Doch, ich habe es gesehen. Das ist auf der ganzen Karte passiert, das. Ah, okay. Das sind Wesen in einer anderen Phase, die ernähren sich praktisch von denen hier. Also von der. Ah, ich habe. Von den Menschen. Und also von den Lebewesen dieser Dimension. Wer macht denn sowas? Hey, Terrazinas. Ich weiß gerade nicht, wie die Spezies heißt. Ghoule. Nein, nicht Ghoule. Die heißt nicht Ghoule. Doktor. Nein, auch nicht. Die heißt irgendwie anders. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Irgendwann wird es erklärt. Das wird noch lustig dann. Je nachdem, wie lange wir machen, kriegen wir es vielleicht sogar noch mit. Ach, das ist nicht die letzte Mission? Nee. Ach, hier sind jetzt die Krankenstationen, genau. Ja, genau. Also hier gerade, das hast du, glaube ich, gerade verpasst. Da stand ein Ghoul. Ach so. Und er hatte, also sah aus, als hätte er einen Kopf in der Hand gehabt, aber ist, glaube ich, nicht so brutal ist das Spiel ja hier nicht. So. Verwenden Sie das Medikit, ja, wie mache ich das denn? Ah. Medikit verwenden. Relativ simpel. Ja, aber wenn zwei Optionen da sind, wie wähle ich die untere aus, aber mit Pfeiltaste.
Mhm. Och, jetzt gibt er mir schon wieder alles. T-Zellen-Simulator behandelt. Aha. So. Lalala. Hey, da ist einer im Gefängnis. Patientenaufzeichnungen. Ich weiß nicht, was wir gerade hier machen müssen. Wir müssen jetzt, glaube ich... Du musst dir das merken. Laserskalpell. Du musst dir das alles merken, was da gerade aufgepoppt ist, weil du musst jetzt nämlich den Scan machen. Untersuchen Sie den toten Cardassianer. Nee, ich glaube, du musst ja einfach nur jede dieser medizinischen Dinger mal lesen. Klammernaht geschlossen. Ja, aber du musst die Sachen musst du dir merken, weil du brauchst jetzt hier, was du mir gerade weggemacht hast, wieder. So, untersuchen Sie den toten Cardassianer. Hallo. Hallo. Nennen Sie das Medkit. Ah ja, okay. Also, als erstes müssen wir eine Klammernaht machen. Dann... Okay, das hilft uns nicht weiter. War schon mal falsch. Natürlich war das falsch. Ich wollte aufpassen. Oh, jetzt habe ich den Chat aufgemacht. Ich schreibe mal ein bisschen FFF. So. Sehr gut. Ja, nach welcher Reihenfolge geht das? Okay, wir müssen ihn wahrscheinlich erstmal aufschneiden. Laserskalpell. Erstmal aufschnippeln ist ganz wichtig. Ist auch nicht richtig. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ob machst du die medizinische Behandlung? Ja. Naja, wird schon irgendwie gut gehen. So, Ach nee, hören Sie, das Medkit muss ich machen. Ja, da feuert ihr wieder auf mich, ist klar. Also, wir machen die Neuralit-Sonde. Das Instrument, das stabilisierte biologische Enzyme zu spalten, verwenden. So. Das war leider nicht so richtig. Captain, dieses Instrument wird uns bessere Einsichten zur Todesursache des Cardassianers in der Messehalle geben. So. Fortsetzen. Oh, das war wirklich richtig. Natürlich war es richtig. Ja, ich bin halt eher der Historiker und du bist halt eher der Mediziner. Jetzt haben wir es gleich. Das Tolle ist, dass wir beide eine taktische Ausbildung haben und ich bin der bessere Arzt. Ja, und so. Ich bin der beste Historiker. Untersuchen Sie den Cardassianer. Hat ergeben, dass dieses Wesen durch einen radikalen Rückgang der neuralen Energie verstarb. Es sieht fast so aus, als sei es durch eine äußere Quelle ausgesaugt worden. Die Hirntätigkeit hat völlig ausgesetzt, als die Energie schwand. Oh, das klingt sauschmerzhaft. Ja... So, verwenden Sie die internen Sensoren im wissenschaftlichen Labor, um die ungewöhnlichen Energiereste zu verfolgen. Aber auch ein bisschen sexy. Ausgesaugt. Ja, ich lasse das mal so im Raum stehen. Das ist echt, du Ferkel. So, führen Sie einen Energiescan durch. Nein, tu's nicht, das Ding geht bestimmt in die Luft. So, Elektroplasma. Nach Elektroplasma scannen. Aber das ist nicht überraschend, wenn man denkt, dass die Cardassianer schlecht geschirmte EPS-Relays verwenden. Ja. Schlecht geschirmt? Oh oh, dann soll ich vielleicht nicht direkt daneben stehen, oder? Nukleare Spaltungsreaktion. Ja, das wäre nicht schlecht, dann wirst du impotent. Dann war's mit den Kindern. So. Nein! Nukleare Spaltungsreaktion. Es gibt keine Anzeigen für Reaktionen aus nuklearen Spaltungen, die derzeit stattfinden. Kennst du Futurama? Vom Namen her, ja. Omega-Energie. Nach Omega-Energie scannen. Im Ganzen sind keine Omega-Moleküle vorhanden. Captain, was sind Omega-Moleküle? Ja, das ist geheim. Polarische Ionen. So, ich nehme extra das letzte. Nicht das, weil ich weiß, dass es trionische Wellen sind. Das weiß ich nämlich. So. Kein Ding da. Und es sind trionische Wellen. Das ist nämlich die letzte Option. So, trionische Wellen. Ich habe eine große Konzentration an triolischen Wellen rund um die Schiffsbrücke, Captain. So, untersuchen Sie die triolische Wellenenergie auf der Brücke. Ich finde es übrigens sehr charmant. Jetzt quatscht er mir nicht mehr rein. Jetzt schießt er mir die ganze Zeit in den Hintern. Das ist auch schön. Das ist, ja. So. Also, gut, wenn du keine Futurama kennst, dann ist es... dann ist es nicht so lustig, aber der... Typ, den du dabei hast, das ist einer aus Futurama, nämlich Zoidberg. Du hast Zoidberg dabei. Wer ist Zoidberg? Das ist der Arzt von Futurama. Das ist so eine... Was ist das? Ein Hummer oder so. Ah, der mit den Tentakeln oder irgendwie, ne? Genau, genau, ja. Und der... Wie heißt der? Der zappelt so viel rum, ich kann ihn gerade nicht... Der Koletz, der schaut aus wie Zoidberg. Müssen wir da hoch? Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade mal hochgesprungen, ich wollte wissen, was hier oben ist. Weil ich die Brücke suche, aber ich finde die Brücke nicht. Das ist doch nicht die Brücke. Nee, die
Brücke ist hier. Ach, Moment, die Brücke ist hier links. Ah, Moment, hier lang. Oh, hier gibt's Fallschaden. Ich hab mich gerade nicht wirklich konzentriert, wo es lang geht. Nehmen Sie den Turbolift zur Brücke. Na, gerne doch. So. Wie? Wird alles blau hier. Ja, das Blau wird uns doch oft begleiten jetzt. Natürlich, kennt man das. Ach, noch du Scheiße, so. Stimmt, gegen die müssen wir jetzt kämpfen. Der psychedelisch. Das wird uns noch oft begleiten. Jetzt kommen nämlich die schönen Missionen. Ganz schön trippig hier. Da müsste auch gleich ein Boss kommen, glaube ich. Das ist eine coole Brücke hier. Meine ist schöner. Ne. Nicht wahr? YouTube, Twitch-Chat? Ne, meine Brücke ist schöner. YouTube sagt nein. Oh, eine Kiste. Gegenstand nehmen. Na, da müsst cool. Du den Boss hier machen. Wo ist er? Ah. Das große blaue Monster. Ein Dreizack oder was immer das sein soll. Das tut auf jeden Fall weh. Sieht aus wie so eine Schlange oder irgendwie sowas. Ja, ist es so. Was Altmäßiges. Es ist ein Stab. Nein! Töte ihn mal, der saugt mich gerade aus. Ja, sexy. Das ist wirklich ein Schlangen, das ist wirklich ein Schlangenstab. Komm, ne? Ja. Ich bin ganz schön erschreckt von diesem Stab. Ich dachte, das ist erstmal, also... So. Das ist aber nicht mehr schön, die Brücke. So, ich mach mal Bedarf. Ich melde Bedarf an. Also ich melde Habgier an. Yeah! Ich hab ihn gekriegt, haha. Hä, echt? Nee, ja. Bei mir steht auch erhalten. Echt? Oder? Nee, ich hab ihn nicht. Du hast ihn. Ja. Aber ich hab den Gewürztee vorhin bekommen. Ah, den trinke ich jetzt mal. Jetzt habe ich den idanianischen Gewürzpudding. Sieht auch lecker aus. So, greifen Sie auf die Schiffsdateien zu. Machen wir doch mal. Kannst vor allem mal das Licht hier ein bisschen dimmen. Ganz Logbuch schön lesen. La 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 la. So, Logbuch des Chefingenieurs lesen. La 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 la. Ihr und den Kindern geht es gut. Das ist doch sehr schön. Ihr und den Kindern geht's gut. Logbuch des Wissenschaftsoffiziers lesen. Sternzeit, meine Aufgaben einer Gefechtsmission sind beschränkt. Naja. Richtig, als Wissenschaftsoffizier hat man da wenig zu tun. Macht mich immer so nervös einfach, wenn er auf mich schießt einfach immer. Das ist echt ein bisschen schlimm, muss ich sagen. So, ich lese das mal ganz schnell im Schnellgang einfach. So, Scharmützel ist abgeschlossen. Zum Schiff zurückkehren. Ja, aufs Schiff beamen. Energie. Ach ja. Immer ein komischer Soundfehler gerade bei mir noch. Echt? Irgendwie so, was ein ständiges Schlaggeräusch. Drosana-Station. Ich würde fast sagen, wir gehen mal zur Drosana-Station, weil ich würde gerne mal andere Waffen kaufen. Muss erstmal eine Belohnung aussehen. Phasenverschobene Personenschutzschild. Ja, das ist doch gar nicht mehr schlecht. Belohnung einsammeln. Congratulations, Lieutenant. So. Trello-System, Satellitenreparatur. Das ist eine Daily Mission. Die können wir machen. Das ist eine Daily Mission. Die können wir auf jeden Fall machen. Und dann machen wir Dreh das Rad. Dann machen wir Dreh das Rad. Das machen wir danach. So, ich gehe mal ganz kurz. Wieso kann ich den Gegenstand nicht ausrüsten? Dieses Personenschild? Keine Ahnung. Wo ist denn mein Inventar? Warum kannst du das nicht ausrüsten? Geht bei mir. Ah doch, ja. Achso, man muss wirklich das Inventar aufmachen. So, phasenverschobener Schild, 19,1. Psionischer Schaden, 174 maximale Schildstärke. Ich glaube, das ist neu. So, mal ganz kurz. Da ist so eine Raumstation hier, die Drosana-Station. Da fliegen wir mal kurz drauf zu. Ohne Autopilot fliegen, das kann ich nicht. So. Ich will nämlich ganz kurz mal gucken, ob ich mir neue Waffen leisten kann. Ich weiß es nämlich nicht. Begeben Sie zum Drosana-System. Oh, ich glaube, wir müssen da sogar hin. Dreh das Rad. Ich glaube, wir müssen da sogar hin. Warte mal, Sternflotte rufen. Episoden. Super. Ja, freilich, dreh das Rad. Das ist doch die Quest, die wir jetzt haben. Verdammt. Haben wir die jetzt angenommen? Ich glaube, wir haben die Mission gar nicht angenommen jetzt. Kann das sein? Doch, ich hab's ja. Toll, du vielleicht. Achso, nee, gehe jetzt so. Nee, hab ich nicht. Wo war denn das mit den Missionen? Wo sehe ich das denn hier? Doch, das muss gehen. Ach, hier, rufen, hier. Zack, akzeptieren. So, jetzt habe ich sie angenommen. So.
Okay. Gehen Sie zur Drosana Station. Andocken. Akzeptieren. Jawohl. So. Okay. Screenshot von Sorileus. Ja, sieht geil aus. Bist du das gleiche? Ja. Wir sehen, glaube ich, cool. immer den gleichen Screenshot alles. Ach ja. Ein Screenshot Spaß. Von Morishita. Schön. Aua. So. Ich weiß nicht, wo wir anfangen sollen. Finden und befragen Sie Belan. Er ist der Barkeeper. Wir sollten ihm demnächst auf die Lounge betreten. Okay. So, Schiffswähler. Genau, kannst du mich hier ein Schiff wählen auch? So. Aber kein neues. Nee. Da kannst du zwischen einem alten Schiff dann praktisch immer wählen. Nee, da ist mein schön der neues cooler. So, ja. USS Andromeda A. So. Wir müssten hier auch irgendwo hoffentlich... ach, hier geht's weiter. So, wir müssen mal gucken, ob es hier irgendwo einen... Such mal einen Schiffssystem. Also ein Warenhändler? Hier gibt's einen Warenhändler? Hier gibt's... Nee, hier sind aber alle Händler. Das ist wahrscheinlich, wenn dann hier... Ja, aber die haben keine Schiffswaffen, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß gar nicht, kann man Schiffswaffen hier irgendwo auf den Stationen kaufen? Kostet bestimmt Dilithium und das haben wir noch nicht. Also Tauschbörse gibt's hier. Also noch nicht so viel. Ist hier ein Spieler? Ja, hier sind auch Spieler. Da gibt's was zu saufen. Ganz wichtig. Wo? Da rechts an der Bar. Also wo wird's was zu saufen geben? Offensichtlich immer an der Bar. Ja, da geht's dann weiter mit der Quest, das will ich noch nicht. Der nervöse Ferengi. Was hat der für nervöse Ferengi hier? Sehen Sie nicht, dass ich damit beschäftigt bin, all mein Latinum zu verlieren? Ah, du kannst ja dein goldgepresstes Latinum eintauschen. Habe ich schon mal noch nicht gemacht. Achso, wir müssen jetzt, glaube ich, Dabo spielen sogar. So, die Frage. Oder? Befragen Sie Belan. Wer ist Belan? Du bist Belan. Der Ferengi. Willkommen auf der Drosana-Station, dem Zuhause der feinsten Drangkopper und Vergnügen auf dieser Seite von Rix. Interessiert an den Sonderangeboten von heute? So. So, was habe ich jetzt ausgelöst? Wo geht's jetzt weiter? Ah ja, wieder zurück. Ich habe keinen Schimmer. Ich habe viele Geschichten über Lieutenant Commander Cooper. Ach man, es ist zu schnell weggepoppt. Irgendwas hat ihr hier gerade gesagt. Klingonische Frau. Ja, die ganzen Bettgeschichten wahrscheinlich von dir. Kannst du doch nicht einfach so rumerzählen. Wieso? Ich habe nichts erzählt. Ja, du nicht? Wäre auch komisch, wenn du meine Bettgeschichten kennst. Das stimmt allerdings. Habe ich heimlich gesagt, was muss ich jetzt machen? Sagen Sie mir, wo Zimmer ist, sonst breche ich Ihnen das Rückgrat. Na, ist doch schön. Wir haben es mit Ihrem Rückgrat und Mark. Flüssigkeit und überhaupt. Ja, ein bisschen. Piep, 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 piep. Schwerkraftsteuerung. So. Deaktivieren. Weiter. Das wäre cool. Gehen Sie zum Frachtraum, untersuchen Sie die Replikatoren der Station. Piep, 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 piep. So, auf zum Frachtraum. Buh, buh, piep, ba, buh. Achso, da sind die Replikatoren. So. Ich kann eine Schiffskonsole, ne? Das ist echt ein bisschen. Die Replikatoren doof. Sind offline aufgrund verminderter Funktion des Elektroplasma-Verteiler-Netzwerks. Weißt du Bescheid? Allerdings. Ich habe keine Ahnung, wovon du gerade geschwafelt hast. Das, was wir gerade in der Quest weitermachen müssen. Also. 30% Energieabfall. Was ist die Ursache? Unbekannt. Ist übrigens schön, ich verkaufe gerade ganz toll meine ganzen Sachen, die ich hier noch so rumgammeln habe und ihr macht schon mal weiter, finde ich gut. Das nennt sich Arbeitsteilung heutzutage, das ist, das macht man so. So, den verkaufen wir auch mal, Bräunert. Den können wir vielleicht noch benutzen. Kennen Sie, och nee, nicht schon wieder, nee, das machst jetzt wieder du. Da hätte man, glaube ich, lesen müssen. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen müssen. Das ist sehr gut. Disruptorkanone, MK. Kritiker können schwere Raumschiffbeschädigungen reparieren. Okay. Impulsantrieb, den habe ich einen besseren mittlerweile. Personenschutzschild. Das sehen wir mal ein bisschen auf hier. Ich verkaufe gerade ein bisschen. So. Da habe ich wieder ein bisschen Platz im Inventar. So, wo muss ich hin? Was muss ich tun? Was hast du wieder vergeigt? Ich bin gerade im Lagerraum und habe mein Technik. Ach, das war da. Ach Gott, das war das Gelumpe hier. Ach Gott, da habe ich ewig gebraucht damals. Ja, ich hoffe, du hast dir gemerkt, wie du die Lösung damals gemacht hast. Ja, weißt du, wie lange das her ist?
Scannen der Stationsreplikatoren. Eingabeaufforderung. Weiter. Diagnose des Replikators starten.